In der neuen Woche führt ein Tief bei Island richtig warme Luft aus Spanien zu uns, während das Hochwolf für viel Sonne sorgt. Doch etwa ab Wochenmitte rückt uns das Tief auf die Pelle, kühlere Luft und Gewitter können die Folge sein. Und damit herzlich willkommen bei Wetter Online zu einem Wochenausblick. Starten wir zuerst einmal mit dem warmen und sonnigen Wochenstart. Nach frischen Morgenstunden wird es am Montag und am Dienstag nachmittags für viele mit 25 Grad und mehr die ersten Sommertage des Jahres geben. Dazu scheint oft die Sonne, das Wetterradar zeigt am Montag kaum Wolken, nachmittags sind aber einzelne Schauer im Süden und dort vor allem in den Bergen nicht ausgeschlossen. Am Dienstag breiten sich von Nordwesten her ein paar Schleierwolken aus, die die Sonne milchiger erscheinen lassen. Vielleicht gibt es nachmittags an der Nordsee auch mal ein paar Tropfen. Die meisten werden den Tag aber als freundlich empfinden. Auch der Mittwoch bleibt sonnig und warm. In Süddeutschland wird es mit Höchstwerten um 30 Grad sogar der wärmste Tag der Woche. Im Norden wird es allerdings schon wieder etwas kühler. Hier kommt nämlich das Skandinavientief mit der kühleren Luft an, die sich am Donnerstag auch weiter südwärts ausbreitet. In der zweiten Wochenhälfte haben wir es dann mit einer sogenannten Luftmassengrenze zu tun, die wärmere Luft im Süden von kühlerer Luft im Norden trennt. Unsicher ist dann, wo genau die Grenze zwischen warm und kalt verläuft und wie sich die Zugbahn eines kleinen Gewittertiefs entwickelt. So gibt es am Donnerstag nach einer Variante verbreitet Schauer und Gewitter. Nach einer anderen Variante hingegen bleibt es weitestgehend trocken. Hierzu können wir dann in den nächsten Tagen mehr sagen. Zum kommenden Wochenende setzt sich dann von Westen her wieder ein Hochdruckgebiet durch. Dabei überwiegt wohl ein nördlicher und somit etwas kühlerer Wind, der Temperaturen um oder eher unter 20 Grad zur Folge haben dürfte. Fraglich ist aber, ob das Tief über Osteuropa noch näher heranrückt und uns dann etwas Regen beschert. Verkehrt wäre das sicher nicht, denn auch wenn es in den vergangenen Tagen einzelne kräftige Gewitter, sogar mit Überflutungen wie hier in Bayern gab, so war dies immer nur punktuell. An den meisten Orten ist nämlich gar nichts heruntergekommen. Und in Ostdeutschland herrscht noch immer eine hohe Waldbrandgefahr. Ich bin Verena Leindecker von Wetter Online und wünsche Ihnen eine schöne neue Woche.